Dass aus einem Hobby ganz schnell auch mal ernst werden kann, das kennen Sie. Und einen ganz eindrucksvollen Beweis für dieses Phänomen, den liefert Klaus Jochimsen, der Trödelkönig von der Nordsee. Angefangen hat alles mit so ein paar einzelnen Ständen vor 30 Jahren. Und heute, da betrödelt er eine ganze Halle mit 100 Verkäufern ungefähr. Und bei seiner Jagd nach alten Schätzen macht er auch nicht vor riesigen Straßenbahnen Halt. Sein Markenzeichen ist die rote Lederjacke. Wenn Klaus Jochimsen durch die engen Gänge seines Flohmarkts läuft, zücken die Händler ihre Geldbörsen. Er treibt die Standgebühr ein. Bei gut 100 Verkäufern ist das eine ziemliche Tour. Und doch behält er, ganz ohne Zettel, den Überblick, wer schon gezahlt hat und wer nicht. Oh, das weiß ich ganz genau. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Nee, geht nie was schief, das klappt alles. Ja? Muss klappen. Am Ende stimmt die Kasse. Die stimmt, muss stimmen, ja. Richtig. Die meisten Trödler kommen jedes Wochenende in die Hallen an der Nordsee. Ihre Ware lassen sie auf den Tischen liegen, decken sie montags bis freitags einfach zu. Diesen Luxus haben sie Klaus Jochimsen zu verdanken. Auch im Winter besuchen die Kunden den wetterfesten Flohmarkt, den der Bremerhavener seit 30 Jahren betreibt. Ich habe es aus Spaß zum Anfang mal gemacht, hatte 5, 6 Stände und habe dann versucht, dann das ein bisschen aufzubauen. Das ist mir auch gelungen, aufzubauen. Ich hatte großen Zuspruch daraufhin. Die Leute sind gekommen, ein nach dem anderen. Erst waren 10, dann 30, dann 50. Aus den ehemaligen Militärgaragen der Amerikaner hat er ein regelrechtes Flohmarktmuseum gemacht. Selbst für ein Karussell ist Platz auf den gut 2000 Quadratmetern. Der Trödelchef liebt alles, was bunt ist und was blinkt. Und was ihn an seine eigene Kindheit erinnert. Wenn ich was kaufe, das muss ich sehen, das muss gleich Klick machen. Aber wenn ich mich da vorstelle und erst überlegen muss, lohnt sich das nicht, dann brauche ich das nicht kaufen. Dann hat sich das erledigt für mich. Das heißt, wenn Sie was sehen und es macht Klick, dann ist der Preis auch egal, oder? Dann ist egal. Ja, ja. Dann ist das. Dann hat das auch was, ne? Zum 30-jährigen Jubiläum hat er sich sogar eine Straßenbahn gegönnt. Stolz zeigt Jochimsen seinen Freunden den tonnenschweren Waggon. Als Kind ist er selbst darin durch Bremerhaven gefahren, als das Ticket noch 25 Pfennig kostete. Wie in alten Zeiten. Richtig schön. Das ist Nostalgie. Ja, es hat gerumpelt und hat geklappert und ne? Leben ist da drinne gewesen noch in der Straßenbahn. Ne? Petra Ledin hatte früher selbst einen Stand auf dem Markt. Nun schaut sie regelmäßig vorbei. Das war jetzt nur mal so ein spontaner Besuch wieder, einfach mal um zu gucken, was er so macht, Klaus. Ja. Und man siehe, man wird hier mit einer Straßenbahn überrascht. Ja. Ne? Hast du gut gemacht. Okay, krieg gleich einen Kaffee bei dir. Jo. Alles klar, danke. Der kleine Kiosk ist das Wohnzimmer der Flohmarktfamilie. Es gibt den ersten Kaffee am Morgen, frisch geschmierte Brötchen und auch hier wird gefeilscht. 2 Euro für dich. 1 Euro. 2. 1,50. 1,30. Komm, 1,50. Ich kann sogar hier handeln. Ich bin Hunger. Freundschaftlich geht es zu, trotz der Größe. Die meisten sind Stammkunden, jagen jede Woche nach Schnäppchen. Was denn? Ja, gut. 3 Euro ist erledigt. Das Tollste, was ich hier mal gefunden habe, boah, ist ein uraltes Akkordeon gewesen. Das habe ich für 2,50 Euro bekommen. Und dann habe ich ein Sampling-Keyboard aus den 70er Jahren bekommen. Also Ende der 70er, eines der ersten Sampling-Keyboards. Dafür habe ich 50 Cent bezahlt. Und mein Zirkuszelt zählt noch dazu. Ich habe ein tolles Zirkuszelt, das man sich so im Zimmer aufspannen kann, für 10 Cent mal bekommen. Kuriositäten gibt es hier viele, nicht alle sind verkäuflich. Die bunt gestalteten Flohmärkte in London haben den Trödelkönig inspiriert. Manches lässt der Beatles-Fan sogar extra in England anfertigen. Ja, ich war gerade bei den Schneider gewesen und hatte mir Anzug machen lassen wieder. Der macht für mich ja immer die Anzüge und der arbeitet auf dem Hof, ne? Und der hatte da die Bilder hängen von den Beatles da an der Wand. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, du kannst mir das auch nicht mal sowas machen, weil du machst ja alles. Ja, das ist gut. Kommst in 3 Wochen und dann kannst du das kriegen.
Was nicht in seine Hallen passt, hebt er auf. So leidenschaftlich Jochimsen das Trödeln betreibt, nie würde sich der 68-Jährige von seinen Schätzen trennen. Notfalls werden sie zwischengelagert. Lagerfläche finde ich immer. Ja, ich habe hier den ganzen Boden da oben. Über hier drüber ist ein ganzer Boden da. Das ist alles voll. Da stehen Schaufensterfiguren. Jetzt kriege ich wieder welche, 20 Stück, nicht? Sie wächst und wächst, die sonderbare Sammlung von Klaus Jochimsen. Nichts kann den Flohmarktkönig von Bremerhaven stoppen.